16 Bars TV heute mit Said und 84 und meiner Wenigkeit Vero hier in der wunderschönen Turnhalle. Hallo. Hallo. Hallo 84. Moin Moin. Moin Moin, wir sind hier wirklich in der Turnhalle. Hier gibt es lecker Pizza, habe ich gehört. Und man sieht hier auch noch so ganz viele Gerüste, noch so Leiter, alles dies, das dran. Nö, eigentlich nicht. Ich habe gedacht gerade, sich schon so... Nee, ich habe mich nur gefragt, macht ihr auch so viel Sport, weil ihr auch vorhin verwundert hier reingekommen seid? Ich mache wieder viel Sport zum Glück, jetzt so 3 Monate oder so. Ich habe auch, glaube ich, fast 15 Kilo abgenommen und Zeit hat mich richtig auf Sport gebracht. So. Weil der junge Mann hier ist richtig fit unterwegs und ja, ich gehe 4-mal die Woche zum Sport mit meinem Bro Valley und ziehe das durch. Ist gut für mich auf jeden Fall, holt mich runter von dem ganzen Stress. Ja, du hast ja mal gesagt, du hattest mehr Kilo irgendwie drauf und so und jetzt hast du ihn echt auf diese Idee gebracht, das Sport zu machen. Nur wegen der Figur oder auch gesundheitlich? Einfach gesundheitlich, um fit zu sein. Wir gehen ja demnächst auch auf Tour, da ist gar nicht so schlecht, wenn er ein bisschen mehr Kondi hat. Wobei ich glaube, nach dem letzten Mal, wo wir laufen waren, dass ich eigentlich mehr Training brauche mittlerweile als er. Schon schneller Fuchs. Das hat sich alles geändert. Erst war ich Heavy Elf, jetzt bin ich wieder 21. Und wie sieht es aus mit dem Partymachen? Hat er dich da auch so ein bisschen von weggekriegt oder bist du noch total am Start? Ja, hab ich schon so meinen Ruf, ja? Ist es soweit? Du hast es so ganz oft in Interviews gesagt, dass... Das war ja gerne. Aber es hat sich nichts geändert. Ich trinke auch gerade ein bisschen, also ist alles cool. Achtest du ein bisschen auf ihn? Boah, nee, er ist das schon sein eigener Boss. So. Also ich glaube auch, dass man ganz also Schwierigkeiten bekommt, wenn man ihm versucht, irgendwas vorzuschreiben. So. Das funktioniert nicht. Da scheitert man. Du hast gerade die Tour angesprochen. Letztes Jahr hattet ihr eigentlich eine gemeinsame Tour geplant. Die Beutetour, die dieses Jahr erst im April stattfindet. Ja. Wie kam es dazu? Ihr wolltet dort auch eigentlich eine EP verkaufen. Letztendlich habt ihr das alles verschoben auf dieses Jahr. Wieso? Ich glaube, damit es auch einfach reibungsloser abläuft. Also letztes Jahr wäre es auch cool gewesen, wobei man das dann irgendwie so übers Knie gebrochen hätte wahrscheinlich. Und jetzt passt einfach alles zusammen. So. Das hat halt einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt ist mittlerweile halt auch ein ganzes Album entstanden und man hat sich besser aufeinander abgestimmt und sowas. Ist diese EP denn überhaupt letztendlich rausgekommen oder ist das quasi jetzt euer Collabo-Album 50-50? Genau, wir hatten 3-4 Songs und dann ging es erst los. Dann kamen erst die geilen Ideen, die geilen Songs, die geilen Beats. Und ich mag keine EPs, ich mag keine halben Sachen so. Ich mag nicht 6-7 Songs hören und dann bist du gerade warm, bist gerade drin und dann ist es vorbei, so, weißt du? Was ist das? Also ein Album ist schon, das muss Hand und Fuß haben, so, und deswegen haben wir ein Album gemacht. Dann lass doch mal irgendwie ein bisschen von vorne anfangen. Ihr habt noch für dein letztes Album Molotow quasi euer Feature gehabt. War das quasi die erste musikalische Zusammenarbeit? Ja. Ja, aber... Und daraufhin habt ihr gesagt, okay, lasst uns doch mehr Songs machen und dann... Ist eine EP entstanden und dann dachtet ihr euch, jetzt kommt 50-50. Ja, also es war auch alles so ein Zeitding. Wenn wir damals gleich auf Tour gegangen wären, dann hätten wir auf jeden Fall es nicht geschafft, ein ganzes Album zu machen. Deshalb, also die Zeit hätte maximal gereicht für eine EP. So. Und am Ende wurde es halt alles ziemlich hektisch so und deswegen auch die Tour verschieben und auch mehr Zeit haben und dabei ein gutes Album machen. Wie haben eure Fans reagiert? Waren sie eher enttäuscht, dass es keine Tour gibt oder erst später? Oder wurden sie gleich damit quasi so abgespeist, ey, nächstes Jahr kommt ja eh? Was halt scheiße war, dass sie die Karten, die sie gekauft haben, da wieder hinbringen mussten, also ihr Geld zurückbekommen mussten. Oder ja, wenn auch nicht, dann viele wussten es nicht, haben mir Nachrichten geschickt, so ey, und das ist halt kacke so. Dass sie das Geld dann wieder holen müssen und dann wieder neu holen müssen, das ist natürlich ekelhaft so, aber es ging leider nicht anders. Dafür wird es jetzt umso schöner. 14.04. geht's los in Hamburg und wird's schön auf jeden Fall. So, ihr zwei habt euch zusammengefunden. Du, Said, als Berliner, du, 84, als Hamburger. Wie glaubt ihr, wie wichtig ist so ein Städte-Kollabo für den deutschen Hip-Hop? Boah, jetzt auf Städte bezogen kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Einfach nur zwei Leute, die sich richtig gut verstehen so, und das auch aufs Album irgendwie gepackt haben. So. Wir hatten eine coole Zeit gehabt und es ist jetzt eigentlich unabhängig. Es hätte auch ein Berliner sein können so, aber nee, keine Ahnung. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, was glaubt ihr, was das quasi für die German Rap History bedeutet? Gar nichts. Das hat damit nichts zu tun, dass ich jetzt aus Hamburg komme und er aus Berlin. Wir sind einfach zwei krass unterschiedliche stimmige MCs so, die ein echtes Album gemacht haben. Das hat nichts damit zu tun. Gut, der Charakter, dieses Berliner Ding fließt mit ein und natürlich auch dieses Hamburger, dieser Hamburger Schnack fließt mit ein. Wahrscheinlich ist das interessant so.
Aber im Großen und Ganzen würde ich sowas nie so festmachen. Okay, der macht Album, das ist jetzt ein Klassiker. Das ist ja Quatsch. Ein Klassiker ist ein Klassiker, weil du den fühlst oder weil du der Meinung bist, wie gesagt, du hörst dir das Album an und hörst gleich wieder, immer wieder, ohne dass du halt die Lust dran verlierst. Ich denke, das ist ein Klassiker. Jetzt heißt es ja 50-50. Wie viel 50-50 ist da drin? Ist das komplett 50-50? Habt ihr auch bei den Studioarbeiten einiges auch in Hamburg gemacht oder alles komplett eigentlich in Berlin, wie ich es weiß? 50-50 bezieht sich eigentlich zum größten Teil auf die Abrechnung am Ende und natürlich auch auf die Arbeit, die das alles beinhaltet. Aber es war halt nicht irgendwie wichtig, dass dann irgendwie die Hälfte in Hamburg gemacht wird und die andere Hälfte hier. Es war schon cool, dass wir bei Herzog, also dass wir einen Punkt hatten, wo wir alles aufnehmen konnten, so damit auch alles irgendwie einen Sound hat. Ja, und am Ende war halt klar, dass ich dann, oder weil man halt hier viel mehr Möglichkeiten hat, irgendwie den ganzen Kram zu erledigen, dass man es dann hier durchzieht, so. War das für dich genauso? War das gleich klar, dass du viel Zeit in Berlin verbringen wirst? Ja, weil hier alles läuft halt, ob es die Videos ist oder die Interviews sind oder die Aufnahmen sind. Es lief alles hier, also muss ich natürlich hierher kommen. So. Also da natürlich nicht 50-50, da eher 80-20, aber unabhängig davon hat es halt natürlich auch dann mehr Arbeit hier. So. Was jetzt visuell hat er alles, das sind alles seine Videoideen so. Und da ist er meiner Meinung nach auch echt krass so. Das blieb dann bei mir ein bisschen auf der Strecke, aber gut, wie gesagt, ich habe dann auch viel Zeit mit Fahren verbracht und den ganzen Scheiß und ja, habe ja in Hamburg natürlich auch noch ein Leben. Wie viel Zeit hast du denn am Stück jetzt in Berlin verbracht? War es genug Zeit, um wirklich dieses Leben in Berlin, wie Said es zum Beispiel auch lebt, kennenzulernen? Natürlich, ja, klar. Du weißt, wenn man sonst immer übers Wochenende kommt, ist es ein anderes Leben. Als ich bin schon mal 2 Wochen durchgehend hier gewesen oder eigentlich immer eine Woche durchgehend. Ich war, glaube ich, voll oft hier in letzter Zeit, ja? Viel zu oft. Hat mir meine eigene Stadt auch nochmal gezeigt, so. Ja, ganz andere Facetten, so. Halt so wie sie wahrscheinlich ein Hamburger erlebt. Was hat er denen gezeigt? Irgendwelche Märkte? Ruinen, Digga. kennt er jetzt den Mauerpark oder sowas? So eine Klischeesachen? Was ist der Mauerpark? Also wir sind hier nach Kreuzberg hat leider hört euch meistens schon die Welt auf irgendwie. Also meistens hat irgendwie alles in Kreuzberg stattgefunden. Ab und zu waren wir halt noch in Neukölln oder jetzt zum Mission Master in Moabit. Aber ansonsten hat er mir halt ganz viel das Nachtleben gezeigt, so, wo ich eigentlich gar nicht so viel Bezug davor hatte irgendwie. So. Ich bin immer schön. Ich sage, ich gehe ins Striplokal, so. Ich meine das auch ernst. Und ja, ich kann mich da voll entspannen. So. Was macht das mit dir, so ein Strip-Lokal? Ich kann voll gut nachdenken, ist voll geil. Ich gucke auch gar nicht jetzt unbedingt nur Titten und Ärsche, so natürlich auch, dafür geht man da hin, aber Tutti Frutti. Ja, gut, aber wie gesagt, ich kann mich da todesentspannen, so ich kann abschalten. Ist voll geil. Und was macht man da mit Freunden? Kann man sich da normal unterhalten, trinken? Sonst mit Freunden trinken, lachen einfach. Das ist einfach auch so, und das ist ein. Also die meiste Zeit haben wir rumgehangen, also heißt auch ein Song bei uns auf dem Album, im Tutti. So, das ist halt so ein Strip-Lokal, Mehringdamm so. Das ist jetzt Schublade auf jeden Fall. Unterste Schublade. Aber es ist halt ein Laden, der fast rund um die Ohren hat so. Also wenn wirklich alle anderen Kneipen und Bars schon geschlossen hatte, konnte man sich da auch immer noch treffen. Das Lustige war echt, dass ich voll viele Leute aus der Hood gesehen habe da, denen es todesunangenehm war, dass ich sie da gesehen habe. Ich war auch schon mit dem Rapper feiern, wäre egal, der Junge weiß Bescheid auf jeden Fall. Wir haben da auf jeden Fall mal dick einen drauf gemacht im Tutti. Tutti Frutti. Das heißt, dieser Song ist quasi in Berlin entstanden, während du da drin warst. Alles Tutti und doch, der Song kommt, weil wir da immer hingegangen sind abends, also ab und zu jetzt nicht. Ist das der Song, wo auch die Frauen aus den Torten springen? Nee, das ist Ditch. Nee, das nicht. Welcher Song ist das? Das ist Ditch. Das ist, das geht auf meinen Nacken. Ich habe halt dieses Skilo, I Wish, als Kind gekauft und ja, es musste raus. Ich musste so einen Remix davon machen. Ist das dann quasi der Wunsch für deinen nächsten runden Geburtstag, dass du endlich mal die Frau aus der Torte springen siehst? Wie gesagt, ich habe im Oktober 26. Geburtstag. Wer mir das schenken möchte, sehr gerne. So. Kann mich besuchen kommen, ich warte. Ich was dazu warte, auf jeden Fall. Drauf. Lass uns über die Produktion sprechen, über überhaupt den Gang dahin, dass das überhaupt jetzt so entstanden ist. Wer von euch hat das allererste Mal gesagt, okay, ich möchte mit diesem Jungen Musik machen? Boah, das weiß ich gar nicht, ey. Das weiß ich gar nicht. Es hat sich irgendwie, keine Ahnung. Das ist echt nur so ein Herzensding? Nein, ich hatte das Gefühl, jetzt im Nachhinein hatte man echt schon das Gefühl, man kennt sich ewig. Wirklich ewig so. Es hat echt nur noch gefehlt, so, dass man irgendwie zusammen zur Schule gegangen wäre oder sowas.
kann ich jetzt gar nicht genau sagen, von wem das als erstes ausgegangen ist, dass man so ein großes Projekt draus macht. Wie habt ihr euch so gut kennengelernt, weil ihr ja in anderen Städten lebt, dass hier da quasi ein Kollabo daraus entsteht? Herzog hat den Auftritt und da haben wir uns dann getroffen und dann, wie ich halt so bin, hatte ich zufälligerweise eine Flasche Wodka dabei. Ja, genau, und dann, ja. Wie treffen sich dann diese zwei Musikgeschmäcker irgendwie in der Mitte? Reiben, also wenn man sich eure Solo-Sachen anhört, hört man auf jeden Fall Unterschiede heraus. Musst du dir anhören, was soll ich dir jetzt so sagen? Ich könnte dir jetzt sonst was vom Pferd erzählen und das Album voll so wieder in den Himmel loben, so, man hört es dir an. Du wirst schon sehen, wie geil das ist so. Nee, ich meine, wie seid ihr zusammen aufeinander gekommen, nicht wie der Außenstehende? Teilweise hat er das Tempo vorgelegt, so, was die Beats anbelangt irgendwie und bei mir, ich glaube so bei mir, also jeder hat so seine Stärken ausgespielt, so bei Fizzle ist, der ist echt schnell am Schreiben so, bei mir sind es die Hooks und dann irgendwie hat man sich halt in der Mitte getroffen, also aus beiden Sachen eigentlich die Stärken so und das dann zu einem gemacht. Wie doll schätzt du denn an ihm diese Schnelligkeit und wie doll schätzt du zum Beispiel bei ihm diese melodische Ader? Zeit ist ganz krass musikalisch, ist auch egal in welche Richtung so. Und ich mag es halt nicht so auf so 80 BPM-Dinger zu rappen, so dieses Einschlafen. Ja? Ich bin ja auch so im wirklichen Leben, ich bin nicht so ein langsamer, ich warte nicht, pass auf, er wartet nie. Da gehen Menschen, ja? Du könntest theoretisch links vorbeigehen. Warum gehst du nicht vorbei? Warum hältst du mich auf? Verpiss dich, lass mich bitte vorbei. Das ist meine Einstellung so. Und so bleib ich auch. Ich finde auch, dass gerade diese Schnelllebigkeit ganz klar irgendwie bei dir herauskommt durch das Graffiti früher. Graffiti ist sehr schnelllebig, man muss auf Zack sein. So. Ist das auch so ein Ding, warum du zum Beispiel gar keinen Bezug zu Graffiti hast? Petzer. Ich rede hier nicht von der Figur, nein. Nee, ich bin schon so, dass ich male, so, aber ich bin einfach auch, also in einer Sache bin ich auf jeden Fall zu langsam, wenn ich mit der Dose irgendwie an der Wand bin, so, um da so Striche zu ziehen, dies, das, währenddessen ich den Strich ziehe, verläuft die ganze Scheiße so. Deshalb habe ich es irgendwann sein gelassen, es war dann mehr Sauerei, als dass es cool aussah. So auf Papieren bin ich immer dabei, so. Ja. Du hast ja auch letztens ihn gezeichnet oder so, dann machst du das öfter? Ihn zeichnen? Nein. Wenn ich gerade Lust habe, so, dann schnappe ich mir den Stift. Also ich glaube, ich habe noch nie was von dir gesehen. Man hat es letztens irgendwie, hast du ein Handy gezeigt mit einem Foto von ihm, aber irgendwie die Kamera hat es irgendwie noch nie gesehen, wie du zeichnest. Nee. Das ist ein Geheimtipp. Das wird irgendwann noch durch die Decke gehen, aber dann bin ich natürlich der Erste, der die ersten Dinger hat. Nee, keine Ahnung, der malt auch nur so zwischendurch. Aber merkst du jetzt, meine Ursprungsfrage war ja eigentlich, ob du das alles irgendwie vom Graffiti irgendwie mit reingebracht hast in den Hip-Hop, in den Rap, meine ich. Natürlich, das habe ich ja vorher schon gemacht, bevor ich gerappt habe. Na klar, das bringe ich auch jetzt wieder mit rein, weil ich halt auch wieder viel mehr sprühe. So viel jetzt auch nicht, aber ich sprühe halt wieder mehr und ja, klar, das, was ich mache, darüber rede ich doch. Das ist doch auch immer so. Das habe ich immer schon so gemacht und das machen auch, ich hoffe doch, das machen die meisten, mit denen ich auch rappe oder alle, mit denen ich auch rappe, genauso. Darüber, was ich lebe, das erzähle ich euch so, fertig. Was soll ich großartig anderes erzählen? Soll ich mir jetzt irgendwas aus dem Arsch ziehen, was ich nicht mache? Nee, mache ich nicht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückspulen. Du hast gesagt, du hast eigentlich mit dem Rap angefangen, weil dein Strafregister zu lang wurde, wegen den Graffiti-Geschichten. Wenn du jetzt nochmal zurück überlegst und du könntest jetzt komplett neu anfangen, wofür hast du jetzt, sag ich mal, mehr Herz, mehr Blut, mehr Herzblut, mehr Liebe? Schrift für Graffiti, klar. So. Ja, natürlich. Das ist halt so ein Freiheitsding. So. Und ich bereue das auch nicht. Ich hab 15.000 Euro bestimmt dafür bezahlt, so mittlerweile. Ich scheiß drauf. Ich bin voll... Ich habe was du nicht hast, weißt du, was ich meine? Und das kannst du dir auch nicht holen, so. Das ist was total Schönes einfach. Jeder, der das gemacht hat, weiß, das hört sich auch ein bisschen hängengeblieben an, so. Aber jeder, der das gemacht hat, weiß, wovon ich rede, so. Ist einfach geil. Trainspine ist einfach King, was soll ich sagen. Da kann kein Rap-Song, kein Rap-Interview oder keine Chartplatzierung. Gut, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt Top 10 geht, weißt du, oder eine goldene Platte hat. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt anfühlt, so. Aber ich glaube nicht, es fühlt sich so an, als wenn du jetzt ein dickes Hulka gemacht hast und weggekommen bist und ein geiles Foto bekommst, so. Glaube ich nicht. Lass uns von diesen schönen Worten von dir reden, die du genannt hast. Und zwar sagst du, dass irgendwie jeder Graffiti-Sprüher so eine Art Charakterproblem hat? Oder auch, ist das ein Ego-Pusher, so ein Graffiti? Das ist die private Schwanzverlängerung, so. Original. Also, klar, man versucht irgendwo Anschluss zu finden, so als junger Mensch. Man weiß als junger Mensch allgemein gar nicht, wo man hingehört, weißt du, ich meine, so. Und dann, da versuchst du dir halt irgendwas zu holen, was du sonst nicht bekommst, so, weißt du, das ist so. Das ist also wirklich bei 90% so, wenn nicht sogar mehr. Also die meisten haben auf jeden Fall schon einen kleinen Weg, so, klar. Inwieweit spielt dann quasi noch Talent und dieser Ego-Push eine Rolle? Das kommt halt drauf an, es gibt ja wirklich so und so. Es gibt auch voll die ruhigen Typen so, die aber dann wirklich nur
Bock drauf haben, überkrasse Trains fahren zu lassen. So, es gibt, die gibt es auch, natürlich. Aber die meisten, so, die ich kenne, und die auch noch jünger sind, die machen es einfach, um den Namen zu pushen. So. Dass man auf eine Party kommt und so, hey, krass, das sind die. So. Weißt du, so, das ist halt so. Und ist auch cool, ist auch Hip-Hop. Jetzt versuchen wir mal, von dem Thema rüberzugehen, auf jeden Fall in die Musik. Und zwar sagst du, seitdem du quasi im Musikbusiness bist, dass dieses Geschäft sehr unehrlich ist. Todesunehrlich ist. Erklär mir doch mal genau, wie du das meinst. Egal, wo du hinkommst, ja, also einer wie ich, der hinkommt und so Kopf durch die Wand-Attitüde hat, und ich lass mir doch nichts sagen. Ich rede so von meiner Mama zu Hause, warum soll ich mir von irgendjemandem hier, der irgendwas mit Musik zu tun hat, mir irgendwas zu sagen haben? Oder ich rede so, wie ich bin, weißt du, ich meine? Und im Nachhinein heißt es halt immer in der Musikbranche, ja. Und dann bist du aber nicht mehr da, vor deren Augen, und dann kriegst du irgendwelche E-Mails und irgendwelche Telefonate. Ich bin halt nicht so. Ich bin halt auch nicht so aufgewachsen. Weißt du, bei uns geht's ins Gesicht so. Wir sind auch echte Männer, Digga. Weißt du, ich meine, ist doch so. Die Leute labern dir irgendwas ins Gesicht, ja. Und dann kriegst du irgendeine E-Mail und denkst, das ist krasser Schwanz so, weißt du? So, das ist für mich dieses Hip-Hop-Musikszene, Musikbranche, keine Ahnung. So. Wie wichtig, also wie sehr ist dir das aufgefallen, weil du jetzt, sag ich mal, von Anfang an Musiker bist? Jetzt, du bist jetzt nicht unbedingt groß vom Graffiti-Sprüher zur Musik gekommen, sondern bist ja immer, sag ich mal, Musiker gewesen. Ist dir das genauso wie ihm so aufgefallen, wie unterschiedlich so zwei Bereiche sein können? Ich glaube, wenn es umso weiter es nach oben geht, umso dünner wird die Luft so. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Bereichen auch so, dass ziemlich unehrlich gehandelt wird. Aber es fällt dir halt erst auf, wenn du dir die Menschen um dich herum nicht mehr aussuchen kannst, sondern wenn da irgendeine Person auf einmal, wo du auf einmal abhängig bist, damit gewisse Leute funktionieren so. Ja, und dann mit denen auskommen musst, obwohl du im normalen Leben nie mit denen rumhängen würdest. So. Weißt du? Das ist halt so das Ding. Es gibt auch auf der Straße oder bei der BSR oder sonst irgendwo gibt es auch überall Arschlöcher. So. Aber wie gesagt, schlimm ist halt, wenn du dir die Leute nicht mehr aussuchen kannst, und im Musikbusiness da sowieso sehr viel Ego eine Rolle spielt. Das kann fängt beim Rapper an, kann über den Kameramann gehen oder selbst beim Reporter oder alles spielt immer Ego-Rolle so, und ja. Inwieweit unterscheidest du quasi dann Freundschaft oder einen Kumpel-Rapper-Typ oder überhaupt jemand dahergelaufen ist, mit dem du vielleicht über Musik redest, von irgendwie echter, wahrhaftiger, weißt du, menschlicher, nicht Liebe will ich jetzt nicht sagen, aber weißt du? Der Fizzle würde sagen, man muss erst mal mit dem einen saufen so, und im richtig besoffenen Zustand ist halt schwer zu lügen so, und dann geben sich die meisten Leute zu erkennen. Ich habe halt irgendwie durch die Straße halt auch so ein bisschen so ein gewisses Auge, habe auch sehr viel falsche Leute kennengelernt, wodurch ich dann halt auch wieder gelernt habe, darauf besser zu achten, und irgendwann entwickelt man so einen Blick dafür. Und natürlich kann ich auch noch an komische Leute geraten, so, aber ich habe es jetzt zum größten Teil geschafft, irgendwie so 80% oder so auszusortieren oder sowas, weißt du. Also. Meint ihr, das ist generell so eine Altersfrage, so, dass man, umso älter man wird, egal ob man von der Straße kommt oder nicht, dass man da erst, sag ich mal, diese Menschenkenntnis erst erreicht? Ich glaube, man weiß mit dem Alter einfach immer mehr, was man will. So. Und darauf konzentriert man sich auch. Hast du irgendwie einen Punkt im Leben gehabt, wo du gemerkt hast, okay, das will ich jetzt nur noch und lass mich nicht mal beirren von irgendwelchen anderen Vögeln da drauf? Ja klar, hat doch jeder, wenn man erwachsen wird, oder? Denke ich, hoffe ich doch zumindest, wenn nicht. War der Punkt bei dir? War schon, wo mein Papa gestorben ist. Da hat es schon ein bisschen Klick gemacht bei mir auf jeden Fall. Welche Gedanken kommen da ein? Denkt man viel an die Zukunft? Denkt man, reflektiert man viel von früher? Normal, so Existenzängste hat man so, weil dann hast du keinen mehr, der dir Rückhalt geben kann, wenn alle Stricke reißen, weißt du, dann musst du halt selber, irgendwann musst du halt ein Mann sein. Dann musst du derjenige sein, der anderen Menschen Rückhalt geben kann, weißt du, ich meine, weil sonst bist du ja kein Mann. Du bist ja nicht erwachsen geworden, so. Kannst ja nicht immer auf 21 bleiben in deinem Kopf, so. Ich mache auch viel Spaß und viel Dings, aber ich muss auch Geld verdienen, ich muss auch gucken, wo ich bleibe, weißt du? Deswegen sitze ich ja hier. Weil ihr seid ja auch zwei Beispiele, sag ich mal, die erzählen von der Straße, von früher, was sie erlebt haben, was sie für Scheiße gebaut haben. Letztendlich habe ich aber das Gefühl, dass die Leute da draußen gar nicht reflektieren oder verstehen, dass ihr aber gerade einen richtigen Job macht quasi. Dass das, was hier ist, überhaupt mit mir zu sitzen, ein Interview zu führen, dass es alles Arbeit ist und nicht einfach nur, weißt du, dass man einfach irgendwie quasi erwachsen wird und dass Rapper sein nicht heißt, einfach nur Larifari mal einen Song zu machen, sondern wirklich ein richtiger Job ist.
Ja, ich glaube, mittlerweile schnallen die das schon so. Wir kriegen ja immer mehr Einblick so durch Blogs und sowas, was da alles passiert, was man alles leisten muss und so. Und viele Fans wissen auch mittlerweile, wie so eine Promophase abläuft und so. Also ich glaube, so ganz unwissend sind die auch nicht, aber es ist halt, wenn die Kamera auf eingerichtet ist, sieht es halt immer aus, als hätte man 24 Stunden bei seinem Job Spaß. So. Und so ist es halt nicht immer. Weißt du? Es gibt auch Zeitpunkte, so, sei es du hast eine Schreibblockade oder irgendwas anderes klappt wieder gerade nicht, wo dieser Job, den man da macht, auch todesbeschissen sein kann. So. Hattet ihr denn viele Schreibblockaden, während ihr beide das Album geschrieben habt? Nö, nee, höchstens, wenn ich einen Kater hatte. Ich mein's ernst, aber nö, nö. Mann, ganz ehrlich, was ich erlebt habe, da so, das habe ich auch mit aufgeschrieben einfach. Da sind auch ein paar richtige assige Sachen so mit drin, hast du ja auch gehört, wahrscheinlich habt ihr es gehört. Ja, und nee, ja, ist echt einfach, was soll ich sagen. Das geilste Album, was ich jemals gemacht habe. Mit das geilste Album, weil seit langem habe ich nicht mehr dieses Gefühl gehabt, das einfach nur Spaß zu machen. So. Wie gesagt, manchmal hat man echt so das Gefühl, es ist so ein Job so und das erste Mal seit langer Zeit ging es todeslocker aus der Hüfte. Weil du 8-4 mit im Boot hast? Ja, auch. Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er da sogar auch der Größte, hat er den Löwenanteil, was diese Lockerheit anbelangt. So. Das ist auch so ein Dings, du musst auch Spaß an der Sache haben, die du liebst. Weißt? Ich meine, wenn du keinen Spaß hast und du verkrampfst voll ab und so, dann kriegst du das ja auch zu hören oder die Hörer das zu hören, das ist doch ekelhaft. Das ist doch auch Anspruch an sich selber so. Dann leb doch erstmal wieder ein halbes Jahr oder geh wieder arbeiten, so ist auch nicht schlimm, weißt du, ich sag's auch allen so. Du musst dich halt entscheiden so. Also ich bin zu echt dafür, meiner Meinung nach. Ich kann nicht einfach rappen, ja, und dann mich irgendwie 8 Stunden in den Laden stellen so. Entweder oder, es gibt nur das bei mir so. Ja. So, wie entsteht ein Track bei euch beiden? Wie fangt ihr an? Also ich summe mir so Flows, wenn ich ein Beat feiere, dann summe ich mir halt so Flows vor und darauf baue ich dann auf, dann setze ich da Wörter rein, so. Dann überlege ich, über was ich sagen will und... Aber dann weißt du ihn ein und dann entweder hat er auch eine Idee oder nicht. Weiß ich selber, er ist ein eigenständiger Künstler. Ey, nuschel ich schon jetzt? Noch einer möchte? Natürlich, ich wollte auch eine, Bruder. Oder 50-50. 50-50. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, bei vielen ist die Herangehensweise gleich so. Halt ein Beat, halt abnuscheln, Flows rumnuscheln, durch die Wohnung hängen geblieben laufen und dann halt was einsetzen, ja. Bei dir genauso? Du kommst mit einer Idee an den Start und er bringt seinen Part damit rein? Das ist echt unterschiedlich von, es gibt da kein so ein Schema, wo du dann sagst, boah, es läuft das ganze Album so. Es kann sein, dass er den Beat einfach mal dass ein Beat kommt, den er jetzt gerade in dem Augenblick mehr fühlt als ich. Mehr feiert als ich und dann geht es bei ihm natürlich noch schneller so. Dann kann er halt die Richtung sozusagen etwas vorgeben, so, weißt du, oder das Thema vorgeben oder so. Und manchmal halt auch andersrum, so. Dann sitze ich da, hab eine geile Hook-Idee und versuche ihn dann auch zu überzeugen. Wieso streust du dich immer so ein bisschen davor, wenn er mit seiner Hook-Idee ankommt? Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also bei voll vielen Songs hat er schon die Hook gemacht und ist doch voll geil. Er weiß dir schon den Weg. Ist doch für mich voll einfach dann. Dann kann ich meinen 16er schreiben. Fertig. Gab es eine Situation, wo du gedacht hast, scheiße, ich krieg das nicht durch? Ja, natürlich. Boah, natürlich. Ja. Ist auch so ein Ego-Ding, natürlich. Er muss mich auch mal durchsetzen, natürlich. Habe ich auch. Er auch. Aber am Ende, guck mal ganz ehrlich, so, es hat auch gepasst teilweise, dass er in gewissen Sachen so die Richtung vorgegeben hat. Ich meine, das Album ist darauf auch ausgelegt für mich, auch jetzt, wenn ich es im Nachhinein höre, um damit einfach live durch die Gegend zu ziehen, so. Und da er sowieso der Mensch von uns beiden ist, der offensichtlich oder auch, also einfach mehr feiert auch als ich so, war das cool, dass er irgendwie so, ey Dicker, immer schön durch die Blume, ich weiß ja. Dass er da irgendwie so beattechnisch oder so das dann auch teilweise vorgibt. Also hat öfter die schnelleren Nummern auch ausgesucht so. Ja, darfst gerne was sagen, Bruder. Justin ist hinter der Kamera übrigens, wollte ich nochmal sagen. Die Legende. Die gottverdammte Legende. Justin, die Legende auf jeden Fall. Das ist cool. Ihr habt auf jeden Fall zwei Singles quasi schon draußen. Das sind eigentlich schon die zwei, sag ich mal, Rosinen habt ihr euch da rausgepickt. Ich habe mir das ganze Album rein... Warte. Ich bin so ein Mitschwing-Mensch, muss man schon sagen. Und ich finde, das sind zwei Ohrwürmer Deluxe eigentlich, vom Herrn. Genau. Ich finde da noch mehr Ohrwürmer. Ich feiere natürlich, dass sie dir gefallen so. Deiner, ja? Killer. Ja, nicht zum ersten Mal. Ich bin eigentlich von allen meinen Hooks überzeugt. So. Es sind viele coole Songs bei. So. Ich habe auch, aber bei mir ist es halt auch so, dass ich irgendwie am Anfang, hättest du mich jetzt vor, weiß ich nicht, 4 Wochen gefragt, hätte ich den anderen Lieblingssong gerade von dem Album genannt als heute. So.
Welcher ist es heute? Heute ist es gerade der Guter Tag zum Sterben mit Cracker Valley und Osama. So ein also das ganze Album hat sich ganz anders angehört, der es vorher gemischt hat und mastern sollte, hat einfach krass verkackt so. Und dann waren wir kurz schon verschieben halt und hat Busy in den Two Busyness Studios das alles nochmal komplett an einem Wochenende durchgezogen, komplett gerettet. Digga, einem nochmal vielen Dank, ja, ich muss es einmal loswerden. Danke dir Sascha, danke Laura, danke für alles und die haben es einfach echt gerettet, sonst hätten wir echt verschoben und weil so hätte ich es nicht rausgeschickt und jetzt hat der, also jeder, der diesen Mann kennt, ja, und weiß, wenn du deine Spuren durch dieses Ding durchziehst, hast du einfach mal direkt einen AMG unterm Arsch. Ich habe mich noch nie so gehört und der hat das von hinten bis vorne mit allen Bonus-Songs so krass glatt gemacht, unfassbar. Also ich kann nur Danke sagen. Du hast ja gerade gesagt, dass du, sag ich mal, sehr, sehr viel Wert auf Sound legst, du auch. Steht ihr euch da manchmal im Weg oder ist einer irgendwie schlimmer drauf als der andere? Ich will nichts Falsches sagen. Nein, Spaß. Wir sind schon Dickköpfe natürlich, aber ein Anspruch ist, der muss da sein so. Wenn der nicht gegeben ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie gute Musik, dass da was Gutes bei rauskommt. Das war wichtig. Aber wie gesagt, ich kannte diesen Sound auch nicht. Und es ist halt eine ganz andere Nummer so bei Busy Mission Master. Das ist. Hast du das gewöhnt? Zeit. Ja, ich habe Glück halt durch KD Supir, ich bin es gewohnt, dass ich einen guten Sound habe. So ist auch ein extremer Luxus, was ich auch erst wieder gemerkt habe, als er mal nicht bei einem Projekt dabei war und ich mich wirklich, ich saß dann manchmal bei irgendwelchen Leuten, Mischen, Mastern und das ist gar nicht meine Welt und auch nicht meine Sprache, die sprechen. So Dezibel, runter, da, offener klingen, dreispurig, hast du nicht gesehen. So. Das übersteigt dann schon wieder meine Kompetenz, habe ich auch wieder gar keinen Bock drauf. So. Ich kann nicht mehr trinken, ey. Ja. Genau. Skull, Bruder. Hm. Warum trinkst du überhaupt nicht? Ne, ich trinke hier Wasser, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Dienst, ja? Bist du im Dienst, ja? Ich bin im Dienst. KD Supir zieht sich auch, glaube ich, durch euer ganzes Album, ne? Oder gibt es da noch irgendwie andere Überraschungen? Er hat am Ende wieder alles gerettet, auf jeden Fall. Also angefangen haben wir das Ding mit AT, die ersten Beats dazu gesteuert, auch coole Sachen gemacht. Aber KD hat am Ende wirklich die Bretter, also ich arbeite so gerne halt mit ihm zusammen. Der ist sehr, 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 sehr musikalisch so. Wirklich. Welche Themen besprecht ihr eigentlich auf dem Album? Ist es eigentlich euer quasi... Hast du gehört? Ich hab's gehört, ja klar, weil es ist ja aber so blöd, weil ich, dann könnte ich jetzt quasi so einen Monolog führen oder so ein Referat vortragen. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte es aus eurem Munde hören. Okay. Was für Themen wir ansprechen? Ja, was soll ich da großartig ansprechen? Wir sind gut Assi auf jeden Fall unterwegs. Ja, jetzt, genau, sehr gut Assi unterwegs, aber... Ich habe keine politische Meinung auf dem Album oder so, wenn du das jetzt hören willst. Weißt du, es ist wie es ist. Man hört es dir an. Wir sind einfach, es ist einfach... Assi einfach. Rotzfrech einfach. Es ist rotzfrech und jetzt... Aber es ist auch krass geflowt, es ist echt krass musikalisch auch. Es ist musikalisch, es ist krass geflowt, es ist facettenreich, es geht auf, es geht ab und ja, dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder runter. So, das wollte ich hören, damit ich jetzt Folgendes sagen kann. Und zwar der Bonustrack auf dem Album, das heißt, der Track heißt Familie und da redet ihr quasi über eure Zuneigung zueinander. Kann das so sein? No homo, ja. Ja, no homo. Habt ihr den Track dann quasi fast am Ende geschrieben, weil ihr dann quasi den ganzen Prozess irgendwie nochmal überarbeitet habt? Oh, danke, siehst du. Hast du richtig erkannt, hast du gut erkannt auch natürlich. Ich hoffe, dein Arbeitsplatz ist jetzt gesichert bei 16 Bars. Justin Seiger weiß noch nicht ganz genau, aber vorhin saß die Hand auch schon locker wieder bei dir. Aber Justin, deswegen lieben wir dich, Digga, deswegen lieben wir dich. Nee, was wollte ich sagen? Nee, war der letzte Song und war der letzte Song. Ja. Aber auch nicht so geplant jetzt als letzten Song und dann machen wir jetzt nochmal eine ernste Nummer. Das hat sich einfach so ergeben. Wie gesagt, wie alles auf dem Album so. Jetzt müssten wir aber nochmal sagen, was schätzt ihr denn an den anderen? Ehrlichkeit auf jeden Fall. Das ist für mich ganz wichtig. Warum sagst du das jetzt, Bruder? Aber egal, ist echt so. Ja, genau, trink mal noch einen Schluck vielleicht. Vielleicht wären wir dann noch ehrlicher. Ja. Kann ich was rüberschütten? Willst du nicht? Nee, alles gut. Okay, dann nicht. Aber einen kurzen nachher müssen wir. Bei Justin ich hab gehört, man darf auch keinen abschlagen bei dir. Wenn du einen kurzen mit einem trinken willst, muss man den trinken. Als Dame sowieso, natürlich. Aber Roos hat ja auch abgeschlagen, weißt du? Ja. Roos trinkt ja nicht, dann was willst du machen? Ja, siehst du, ich trinke ja auch nicht, deswegen. Ich hab dich schon besoffen gesehen, nein, Spaß. Ich war dabei. So, jetzt bin ich ja auch schon halb raus. Lass uns über die Tour reden. Habt ihr schon ein bisschen Pläne, wie ihr die Tour gestalten werdet? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein geiles Programm und wir haben auch eine richtige Bühnenshow. Mhm. Und, aber Wochen hattet ihr noch keine Bühnenshow. Jetzt habt ihr die. Ja, weil ich informiert bin. Weil ich dich besoffen gesehen habe und du ins Ohr geflüstert hast. Deine Nummer habe ich noch. Ich habe auf Flugmodus. Was soll ich sagen? Wir haben eine richtig geile Show. Und wir haben auch Gäste und wir haben uns was richtig Cooles ausgedacht. Alleine, weil schon verschoben wurde, ja, müssen wir natürlich auch was drauflegen. Hallo. Und
Ja, Mann, geht was ab. Da geht was. Also, was kostet das? 20, 17 Euro? Lohnt sich. Auf jeden Fall jeden Euro wert, ja. Jeden Euro wert. Packen Hamburg an, hat das irgendeinen besonderen Sinn? Nein. Wir sind froh, dass wir eine Tour machen konnten. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Wer rasiert mehr, Hamburg oder Berlin? 50-50. 50-50. Und was schätzt du an Hamburgs Crowd am meisten? Was du vielleicht in Berlin nicht hast? Guten Fisch. Voll der Diss, Digga. Voll der Diss. Was hat das mit unserem Publikum zu tun, mit Fisch? Ach so, der Crowd. Ach so, ja, sorry. Fisch, ich sehe die Kommentare gerade. Warte mal. Nee, ach, da gibt es nicht jetzt große Unterschiede, würde ich sagen. Die Leute, die Musik, unsere Musik feiern, die feiern unsere Musik. Ist es bei dir genauso? Siehst du irgendwie, wenn du hier in Berlin zum Beispiel auf der Straße rumläufst, siehst du da andere Hip-Hop-Fans als in Hamburg? Nee, genau die gleichen Kackfressen wie bei uns laufen hier rum. Ich schwöre. Ist es so, ja? Ja, klar. Ja, cool, Leute. Dann haben wir über alles Mögliche gequatscht. Habt ihr noch irgendwas dem hinzuzufügen? Tour abchecken auf jeden Fall. Es wird die beste Tour meines Lebens. Dabei sein ist alles. Tour besuchen natürlich. 8.4. kommt 50-50 in die Läden. Sollte man sich auf jeden Fall zulegen, sollte man sich anhören. Muss man gehört haben. Molotow hat auch. Und gib ihm noch eine auch. Was? Muss. Gib ihm, ja klar. Gib ihm. Gib ihm noch eine. Klaro. Ja. Ja, dann bis zur Tour, Leute. Bis dahin. Probleme von gestern, die Pläne vergessen. Ewig Silvester, wer stehen bleibt, wird letzter. Draußen unterwegs, schauen was.